Die Hektik des Model-Business einfach mal vergessen, abschalten oder sich besser hängen lassen. Schon seit vielen Jahren ist Eva Pattberg großer Yoga-Fan. Aber bei dieser Variante, die sich Flying Yoga nennt, war anfangs schon ein bisschen Misstrauen dabei. Es ist wirklich sehr ungewohnt im ersten Moment natürlich, aber man muss sich überwinden, auch einfach diese Kopfüberposition einzunehmen, und man muss so über so einen gewissen Angstpunkt drüber weggehen, aber es ist wirklich sehr entspannt, und ich könnte jetzt auch gerade hier so noch eine Stunde hängen bleiben in der Matte und ein Nickerchen machen. Aber keine Zeit, denn der Hairstylist wartet schon. Verwandlung gehört zum Modelsein dazu. Die Looks wechseln, aber die Persönlichkeit bleibt. Und so ist ihr Lieblingsaccessoire auch etwas ganz, ganz Eigenes. Ich muss tatsächlich sagen, für mich sind meine Haare mein Lieblingsaccessoire, weil die gehören halt nur mir, die sind irgendwie dadurch auch einzigartig, und ich finde, dass ich damit sehr gut ausdrücken kann, wie ich mich momentan auch schön finde, weil unsere Haare können wir nicht jeden Tag einfach austauschen wie eine Handtasche. Ihren eigenen Lebensstil hat Eva Pattberg schon längst gefunden. Und so gehört für sie an einem Verwöhntag auch der Besuch bei der Kosmetikerin dazu. Maniküre, Pediküre bei den Pattbergs, Familientradition. Ich habe das ehrlich gesagt von meiner Mama gelernt. Weil meine Mama geht einmal im Monat zur Kosmetikerin, und ich mache das noch gar nicht so ganz so regelmäßig wie sie, aber ich finde, das sollte man sich als Frau irgendwie hin und wieder mal gönnen, weil dann ist man danach auch oft ein viel entspannterer Mensch. Allerdings hat man auch sonst nicht den Eindruck, dass sich Eva Pattberg stressen lässt. Im Job und auch privat nicht. Seit fast 10 Jahren verheiratet, glücklich, aber noch kinderlos. Wir sind beide sehr entspannt, was die Frage der Familienbildung angeht. Kinder sind toll. Ich liebe meine Nichten, meine Neffen und die Kinder bei uns im Freundeskreis. Und was passiert, passiert. Für uns beide ist das eine sehr entspannte Situation. Also wir setzen uns da nicht irgendwie unter Druck und schauen einfach, was das Leben uns so serviert. Schon seit Schultagen sind Eva und der Musiker Niklas Vogt ein Paar. Da ist vieles vertraut, und doch gibt es in dieser Beziehung keinen Stillstand. Er ist halt der Mensch, der mich immer wieder antreibt. Also der immer wieder sagt, jetzt komm und probier noch mal was Neues. Und also er ist wirklich so derjenige, der mir jeden Tag einen Arschtritt gibt. Und auch merkt, wenn ich zu bequem werde, der holt mich dann immer wieder so aus meiner Komfortzone auch raus. Und mit 35 Jahren ist Eva Pattberg ja ohnehin noch viel zu jung für ein Leben in der Komfortzone. Obwohl, einen Tag ohne Termine sollte man sich einfach mal gönnen. Das gilt nicht nur für Topmodels.